Hallo zusammen, heute gibt es wieder eine Karte von mir und ja, wöchentliche Match the Sketch-Karte. Ich habe da schon mal eine vorbereitet und zwar sieht die so aus, aber die gefällt mir nicht. Mir sind die Streifen nicht breit genug, der Rand hier gefällt mir nicht und eigentlich wollte ich dann das Seepferdchen da drauf kleben und zwar das hier. Und da fehlt mir irgendwie farblicher Zusammenhang. Also mache ich die nochmal. Ob ich die noch verwende, weiß ich nicht. Mal gucken. Und zwar habe ich mir dafür jetzt auch schon mal alles zurechtgeschnitten, weil das ein bisschen Schneidaufwand ist. Einmal den Cardstock, den Untergrund. Der ist 14,8 mal 10,5 cm, halt farblich zu dem Seepferdchen. Dann kommt das Rote oben drauf. Das ist 13,6 mal 9,5. Ich habe noch ein bisschen mehr Rand am, also mehr Rand, Platz am Rand gelassen, so rum. Dann habe ich diese drei Kleinstücke, die sind 2 mal 8,5, die wollte ich halt ein bisschen näher zusammensetzen, dass da halt ein bisschen mehr Platz ist. Und dann habe ich mir diese beiden, ja, Tags, was auch immer, ausgestanzt. Hier mit diesem ja, Formschneider für die Big Shot und die kommen dann halt aufeinander. Ist auch eine Nummer größer als der hier, die sieht man hier. Eine Nummer größer gemacht, weil mir das halt auch zu klein war. Ja. Wie man das halt so dass man ab und zu mal denkt, nee, das passt jetzt so nicht, das muss jetzt anders. Und ich baue das jetzt hier erstmal zusammen. Zumindest einmal das hier. Weil dann stempel ich das schon mal. Noch den gleichen Spruch wie vorher. Und weil hier so eine freie Seite ist, wollte ich den ein bisschen weiter oben in die Ecke setzen und dann hier unten das Seepferdchen hin mit dem Köpfchen. Einmal schwarze Farbe. Jetzt muss ich mal gucken, dass ihr was seht und dass ich was sehe. Gar nicht so einfach. So. For the Fantastic Friend. Ja, und das Seepferdchen kommt dann quasi so hier drauf. Das fand ich so ein bisschen hübscher, als wenn das irgendwie irgendwas alles verdeckt. Das ist alles nicht so meins. So, dann einfach nur die andere Karte zusammenbauen. Also den Rest der Karte. Ich weiß nicht, wer von euch Match the Sketch verfolgt, der weiß ja, wie es aussehen soll. Meine vorherige Karte hat übrigens gewonnen. Fand ich voll toll. Gerade bei so einer Challenge. Okay. Nee. Also durch das Muster sieht das immer alles total schief aus. Ich weiß auch nicht. Naja. Also jedenfalls, hey, die Karte hat gewonnen. Eine von dreien. Ja, ich mag sie auch total gerne. Ich überlege noch, wem ich sie schenke. Fand ich jedenfalls total süß. Ups. Das hier wollte ich in die Mitte machen. Ja, ich muss meine Schnittklinge wechseln. Stelle ich immer wieder fest, wenn ich mit euch zusammenarbeite, beziehungsweise wenn ich alleine arbeite. So. Einmal mittig. Das franzt doch ganz schön aus, den Rand. Ah, ich habe noch eine. Ich müsste sie nur mal wechseln. Ich denke immer noch, das dünne Papier, ach, das lässt sich noch schneiden. Aber nicht wirklich. Dann wird es Zeit zu wechseln. Das kommt ein bisschen erhöht. Also ich merke immer, wenn ich Videos drehe, dass ich voll oft so sage. Jetzt zählt bitte nicht nach. Das fällt mir echt, immer wenn ich mir das Video zurechtschneide, fällt mir das total auf. Da kommt immer so und so und so. Naja, vielleicht könnt ihr das ja einfach mal beim nächsten Video zählen und mir sagen, wie oft ich so gesagt habe. Jetzt versuche ich das mal zu unterdrücken. Aber ich glaube, das wird nix.
Jetzt hätte ich wieder am liebsten so gesagt. Ja, nein. Da kommt ein bisschen Erhöhung hier unten auf den Schwanz. Weil der Kopf, der liegt ja dann auf dem. Wie sagt man dazu? Aufleger? Aufleger? Ich glaube, Aufleger sagt man dazu. So, bisschen Klapper. For a fantastic friend. Mal gucken, ich habe ja da noch Blubberblasen, aber ich glaube, ich habe nicht so ein Blau als Stempelfarbe. Das ist ein bisschen blöd. So, hier oben ist mir das ja noch zu leer. Da habe ich mir jetzt einen Charme rausgesucht. Und zwar diese Muschel, die kommt dann einfach noch hier oben hin. Und dann ist die Karte auch schon fertig. Dann nehme ich halt die Muschel, will ich ja hier hinkleben. Dafür nehme ich mir dann so ein Stück Schmierpapier und da Kleber drauf. Und ziehe dann einmal die Muschel dadurch, weil ich das sonst irgendwie nicht so ganz hinkriege. So. Einmal durchziehen, aufnehmen, dann hat man da schon den ganzen Rand voll. Und wenn man das dann einfach drauf setzt, muss man halt warten mit dem Trocknen. Oh. Aber währenddessen kann man versuchen aufzuräumen, aber auch nur versuchen. Und das ist jetzt quasi meine fertige Karte für den Match the Sketch, für den der jetzt ist. Also die 182 ist jetzt, glaube ich, dran. Wenn euch die gefällt, dann finde ich das toll. Und ihr könnt sie auch gerne nachbasteln und guckt mal auf der Seite vorbei. Vielleicht findet ihr auch noch ein paar andere Sachen, Anregungen, was man alles machen kann. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann.